1896 war sie somit noch früher dran als die U-Bahn in Berlin. Heute ist das Netz auf eine Länge von 40 Kilometer herangewachsen und es gibt insgesamt 49 Stationen, wovon 3 Kreuzungsstationen sind. Eingesetzt werden heutzutage sowohl noch Fahrzeuge aus Zeiten der Sowjetunion, aber auch neuere Fahrzeuge, die ab 2009 von Alstom geliefert wurden, sind im Netz unterwegs. Auch durch den Bau der U-Bahn zu den unterschiedlichsten Zeiten hat sie heute ein sehr unterschiedliches Auftreten. Wie dies zustande gekommen ist und wie der Betrieb heute aussieht, möchte ich euch in dieser Dokumentation zeigen. Mit 1,8 Millionen Einwohnern ist Budapest nicht nur die Hauptstadt von Ungarn, sondern auch die größte Stadt in Ungarn. Eine Stadtfläche von 525 Quadratkilometern macht, um ein schnelles Vorankommen in der Stadt zu gewährleisten, eine U-Bahn sogar recht nötig. Markiert werden die Eingänge zu einer Metrostation immer durch dieses Schild, wo ein M aufgedruckt ist. Durchquert wird Budapest heutzutage von der Donau, welche Budapest allerdings lange Zeit in 2 Teile teilte. An der Donau stehen heutzutage zum Beispiel Sehenswürdigkeiten wie das Parlamentsgebäude, aber auch der Burgpalast steht an der Donau, welcher sein heutiges Aussehen Habsburger Monarchen zu verdanken hat. Auch die Prachtstraße Andrassy út ist ein wichtiges Wahrzeichen in Budapest. Hier beginnt auch die Geschichte der Budapester Metro. Die Budapester Metro wurde hier gebaut, da man auf der Straße Andrassy út keine Straßenbahnlinie bauen wollte. Der eigentliche Grund dafür war aber, dass im Jahre 1896 die 1000-jährigste Staatsgründung von Ungarn im Jahr 896 gefeiert werden sollte. Dafür brauchte man ein leistungsfähiges Verkehrsmittel, welches von der Innenstadt aus zum Stadtwäldchen fuhr. 1894 wurde der Auftrag an Siemens vergeben und schon am 8. Mai des Jahres 1896 konnte die Strecke dann unterhalb der Andrassy út eröffnet werden. Die Strecke führte von der heutigen Station Vörösmarty-tér, welche damals noch Gizella-tér, zur heutigen Station Csecsényi-fürdő. Nach dieser Eröffnung tat sie am Streckenausbau erstmal 70 Jahre lang nichts mehr. 1970 konnte dann die 2. U-Bahn-Linie in Budapest eröffnet werden, wo schon 1950 der Bauauftrag vergeben wurde. Allerdings aufgrund finanzieller Schwierigkeiten konnte die U-Bahn erst 20 Jahre nach Baustart eröffnet werden. Der erste Teil der Strecke führte vom Örs-Weser-tér zum De-Ferenc-tér. Am 22. Dezember im Jahr 1972 ging dann die 3,5 Kilometer lange Strecke vom Deák-Ferenc-tér zum Déli-Pályaudvar in Betrieb. 1974 wurde dann auch die Millenniums-U-Bahn zum ersten und zum letzten Mal bis heute verlängert. Sie wurde um ein 1250 Meter langes Streckenstück ergänzt, welches bis zur Mexikói út reichte. Als nächstes kam dann auch schon die 3. Budapester U-Bahn-Linie ins Stadtbild. Der erste Abschnitt dieser U-Bahn-Linie ging im Jahr 1976 in Betrieb. Dieser begann am Deák-Ferenc-tér und führte zum Nagyvárad-tér. Ab dem 20. April 1980 fuhren die U-Bahn-Züge dann bis zur heutigen Endstation Kobanya-Kispest im Süden. Auch in Richtung Norden sollte die U-Bahn-Strecke führen. Bis zur Station Lehel-tér konnte man ab dem 30. Dezember 1981 fahren. Ab 1984 ging die Strecke dann weiter bis Árpád-híd in Betrieb. Der letzte Streckenabschnitt bis Újpest-Központ wurde ab dem 14. Dezember 1990 in Betrieb genommen. Im Jahr 2014 kam auch noch die 4. Budapester Metrolinie hinzu. Die moderne Linie führt vom Keleti-Pályaudvar, dem Budapester Ostbahnhof, zum Kelenföld-Vasutalomarsch. Und somit sieht das Budapester Streckennetz wie folgt heute aus. Die Metrolinie M1, welche die Millenniums-U-Bahn ist, führt vom Vörösmarty-tér zur Mexikói út. Die Strecke ist 4,4 Kilometer lang und besitzt ganze 11 Stationen.
Die Metrolinie 2 besitzt auch 11 Stationen, ist allerdings mehr als doppelt so lang, nämlich 10,3 Kilometer und führt vom Deli Payudwar zum Örs Veserter. Mit 17,3 Kilometern die längste U-Bahn-Linie ist die M3, welche von Újpest-Központ aus nach Kőbánya-Kispest führt. Sie besitzt insgesamt 20 Stationen. Die Metrolinie M4 ist insgesamt 7,4 Kilometer lang und führt vom Kelenföld-Vasutalomarsch aus zum Keleti-Pályaudvar. Dabei bedient sie insgesamt 10 Stationen. An der Station Karvin tér kann man auch zur M3 umsteigen. Die Station, an denen die meisten Linien verkehren, trägt den Namen DeFerenc tér. Damit ist sie auch die größte Station im Budapester Netz. Auf der untersten Ebene, also am tiefsten, verkehrt die Metrolinie M2 mit einer Tiefe von 38 Metern unter der Erdoberfläche. Der Grund für diese tiefe Lage ist, da sie hier mit vielen weiteren U-Bahn-Linien sich kreuzt und außerdem in der Nähe auch die Donauunterquerung liegt. Der Bahnsteig der U2 ist ein Mittelbahnsteig, wurde im Jahr 1970 mit der ersten Eröffnung des Streckenabschnitts der Metrolinie M2 Sorm Örs Veserter eröffnet. Eine Etage weiter höher, auf rund 26 Metern, liegt die Plattform der Metrolinie M3. Im Gegensatz zur M2 ist der Bahnsteig der Metrolinie 3 noch nicht modernisiert worden. So präsentiert sich der Mittelbahnsteig wie auch alle anderen Bahnsteige auf der Metrolinie 3 noch im Ursprungszustand seit der Eröffnung 1976. Hinter dem Bahnhof befindet sich auch eine Wendeanlage, damit bei Bauarbeiten hier auch Züge enden können. Kurz unterhalb der Straßenoberfläche liegt die Station der Linie M1. Diese liegt nur 2,7 Meter unter der Oberfläche. Die Station, an der die Linie M1 heute ihr hält, wurde allerdings erst im Jahr 1952 eröffnet. Die originale Station wurde daraufhin geschlossen. Von hier aus geht es dann mit der Metrolinie 1 auch direkt unter die Andrassy út. Die Stationen entlang der Millenniumslinie unter der Andrassy út sind größtenteils noch historisch gestaltet. Beim Warten auf die U-Bahn in einer solchen Station wird man fast ins 19. Jahrhundert zurückversetzt. Die Wände in diesen Stationen sind mit Fliesen gestaltet, sowie auch die Stationsbeschilderung. Auch alte Holzbänke vermitteln ein schönes Flair. Alle Stationen auf der Strecke haben jeweils nur einen Treppenzugang pro Bahnsteig. Einen barrierefreien Zugang gibt es hier allerdings noch nicht. Die Stationen Mexikói út, Széchenyi fürdő und auch der U-Bahnhof Vörös Márti tér sind nicht in diesem historischen Bild gestaltet worden. Der Grund dafür ist, dass die Stationen im Laufe der Zeit noch einmal neu bzw. umgebaut wurden und dabei wurde keine historische Ausstattung mehr eingebaut. Aber es gibt auch noch viele weitere interessante Stationen im Netz zu sehen. Neben der Station deák Ferenc tér gibt es auch noch zwei weitere Kreuzungsstationen. Diese wollen wir uns nun auch noch anschauen. Die erste Kreuzungsstation trägt den Namen Karvin tér und hier kreuzen sich die U-Bahn-Linien M3 und M4. Der ältere der beiden Stationsteile ist eindeutig der Metrolinie 3. Er wurde mit der ersten Streckeneröffnung auf der Linie 3 im Jahr 1976 in Betrieb genommen. Der Bahnsteig ist hier als Mittelbahnsteig ausgestattet und die Stationsdecke ist recht niedrig. Die Architektur in der Station hat auch seit der Eröffnung Bestand gehalten. Um überhaupt zum Bahnsteig zu gelangen, muss man allerdings insgesamt 28,4 Meter unter die Erde reisen. Man kann vom Bahnsteig dieser Metrolinie auch direkt zur Metrolinie 4 gelangen. Dies ist allerdings auch vom Verteilergeschoss aus möglich.
Beim Betreten des Bahnsteiges der Metrolinie 4 wird sofort die hohe Decke bemerkbar. In die Deckengestaltung fügen sich auch mehrere Betonelemente mit ein. Der Bahnsteig wirkt aufgrund, dass hier keine Aufbauten vorhanden sind, relativ wie eine Einheit, nicht so wie in der Metrostation der Linie 3, wo der Bahnsteig wie zwei einzelne wirken, da in der Mitte noch die Treppenaufgänge sind. Die Mittelbahnsteige sind hier auch deutlich kürzer als auf der Metrolinie 3, da die Züge hier auch nicht so lang sind. Der Bahnsteig der Metrolinie 4 liegt übrigens nur 22 Meter unter der Erde. Der Name, den die Station trägt, Calvinter, stammt übrigens vom Reformator John Calvin ab. Mit einem Aufzug kann man den Bahnsteig übrigens auch barrierefrei erreichen. Doch kommen wir nun zur nächsten Station. Der dritte Budapester Kreuzungsbahnhof ist die Station Keleti Pályaudvar. Der Bahnsteig der U4 ist hier der am höchsten gelegene auf der ganzen Strecke mit 14 Metern. Der Bahnhof stellt auch die Endstation der Metrolinie 4 in Richtung Norden dar. Planungen sehen allerdings vor, dass die Metrostrecke von hier aus noch weiter nach Nordosten verlängert werden soll. Vorerst fahren die Züge aber in eine Wendeanlage, die sich hinter der Station befindet. Eine besondere Stationsgestaltung ist hier in dem Bahnhof allerdings nicht zu finden. Über dem Bahnhof liegt der Keleti Pályaudvar, der Budapester Ostbahnhof. Sein heutiges Aussehen hat seit dem Eröffnungsdatum im Jahr 1884 Bestand. Die zweite U-Bahn-Linie, die hier hält, ist die Metrolinie 2. Der Bahnsteig ist hier doppelt so tief wie bei der Metrolinie 2, nämlich 28 Meter. Die Stationsgestaltung ist ja auch nicht großartig anders wie in den anderen Metrostationen der U-Bahn-Linie 2. Auch hier ist wieder ein Mittelbahnsteig zu finden. Schauen wir uns nun noch zwei Stationen an, in denen die Bahnhofsgestaltung deutlich interessanter ist als in der gerade vorgestellten M2-Station. Die erste trägt den Namen Saint-Galartier. Beim Einfahren des Zuges fällt einem gleich auf, dass die Metrostation recht bunt gestaltet ist. Das liegt an vielen bunten Mosaiksteinen, die in den Wänden verbaut sind. Noch deutlicher wird die Buntheit im Mittelgang der Station. Einige graue Fliesen in der Mitte bilden Ringe. Bei dieser interessanten Kulisse und einem 5-Minuten-Takt wird einem beim Warten auf die nächste Metro auch nicht so schnell langweilig. Oberhalb der Station liegt das Hotel Gellert mit dem Gellertbad. Das Gebäude ist zwischen 1912 und 1918 errichtet worden und hat heute noch das Aussehen des Wiener Jugendstils, in dem es auch errichtet wurde. Das Bad selbst ist eine wichtige Touristenattraktion mit vielen verschiedenen Thermalwassern. Nun geht es wieder zurück in die Station, tief unter die Erde. Die Station der Metrolinie 4 Saint-Galartier ist nämlich mit 31 Metern die tiefste auf der gesamten Metrolinie 4. Interessant und einzigartig in den Stationen sind auch die Sitzmodelle, die in der Station als Wartemöglichkeit verbaut wurden. Doch wir fahren nun weiter zur nächsten schön gestalteten und interessanten Station. Dies ist auch direkt der nächste Bahnhof im Verlauf Richtung Südwesten. Da die Metrolinie 4 mit automatisch fahrenden Fahrzeugen fährt, können wir sogar uns es im vorderen Teil des Zuges bequem machen und eine kleine Mitfahrt genießen.
Das nächste Bahnhof trägt den Namen Modric-Sigmund-Quartier. Der Bahnhof liegt bereits schon 7 Meter höher als der Saint-Gellertier, nämlich auf 24 Metern Tiefe. Auch dieser Bahnhof ist wieder recht bunt gestaltet, diesmal allerdings nicht mit Fliesen, sondern mit bunten Kunststoffplatten an den Seitenpaneelen der Station. Hinzu kommt noch eine blaue Beleuchtung, die Richtung Decke leuchtet. Die Wände im Gleisbett der Station sind wie in allen anderen Stationen der Metrolinie 4 in Grau gestaltet worden. Oberhalb der Station liegt auch der größte Straßenbahnkreuzungshaltepunkt bzw. der Haltepunkt, an dem sich die meisten Linien kreuzen, im ganzen Budapester Straßenbahnnetz. Insgesamt 8 Straßenbahnlinien halten hier. Doch das soll es vorerst mit Vorstellungen einzelner Stationen gewesen sein und wir schauen uns nun Fahrzeuge der Budapester Metro an. Bereits seit 1973 in Betrieb, also knapp 45 Jahre, sind die Fahrzeuge auf der U-Bahn-Linie 1 mit dem Namen GANZ MFAV. Gebaut wurden die Fahrzeuge beim Hersteller GANZ Mafak Mozdony Wagon in Budapest von 1971 bis 1973. Im Jahr 1971 gab es bereits schon 2 Prototypen von diesem Stück. Von 1971 bis 1973 wurden 19 Fahrzeuge gebaut. 1987 kamen noch einmal 2 Fahrzeuge der zweiten Bauserie hinzu. Die Fahrzeuge bestehen insgesamt aus 3 Wagenteilen und 8 Achsen. In jedem Wagen gibt es immer 2 Türen, somit gibt es im gesamten Zug 6 Türen pro Fahrzeugseite. Ein Fahrzeug ist somit insgesamt 30,3 Meter lang. Die Breite ist 2,35 Meter und die Höhe 2,5 Meter. Im Inneren eines Fahrzeuges finden insgesamt 189 Menschen Platz, davon 48 auf Sitzplätzen. Die einzelnen Wagen sind im Inneren allerdings nicht miteinander verbunden. Erreichen können die Fahrzeuge eine Höchstgeschwindigkeit von maximal 50 km/h. Der nächste Zug, der vorgestellt werden soll, ist auch schon ziemlich alt. Die ersten Fahrzeuge wurden hiervon im Jahr 1976 hergestellt. Damit sind sie auch schon knapp 40 Jahre alt. Die Fahrzeuge tragen den Namen Metrowagon Marsch 81-717-714. Hergestellt wurden sie auch von der Firma Metrowagon Marsch. Insgesamt wurden von diesem Fahrzeugtyp 5320 Wagen, aber diese sind nicht nur in Budapest unterwegs, sondern unter anderem auch in Kiew, St. Petersburg, Moskau, Prag oder Warschau. Ein Wagen mit 19,2 Metern Länge besitzt insgesamt 4 Türen pro Seite. Somit ist ein schneller Fahrgastwechsel möglich. In Budapest werden diese meist zu einem 6-Wagen-Zug zusammengestellt und sind somit insgesamt 115 Meter lang. Die Fahrzeuge sind für eine Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h ausgelegt. Die Fahrzeuge wiegen leer, also ohne Fahrgäste, 34 Tonnen. Da die Fahrzeuge mit einem Alter von rund 40 Jahren schon ziemlich in die Jahre gekommen sind, läuft derzeit ein Modernisierungsprogramm an mehreren Fahrzeugen. Dabei werden die Fahrzeuge komplett redesigned. Sie haben dabei eine neue Front erhalten, sowie eine komplett neue Innenausstattung. Auch eine neue Türschließverrichtung sowie eine neue Außenlackierung wurde an den Fahrzeugen angebracht.
Mit dieser Modernisierungsmaßnahme wollen die Fahrzeuge auch für die nächsten Jahre betriebsfähig gemacht werden. Im Inneren finden sich in den noch nicht modernisierten Fahrzeugen pro Wagen immer 40 Sitzplätze und 268 Stehplätze. Somit gibt es in einem 6-Wagen-Zug insgesamt 1866 Steh- und Sitzplätze. Somit sind die Fahrzeuge sehr gut geeignet, um viele Menschenmassen wegzutransportieren. Da die alten Fahrzeuge beim Schließen der Türen keinen Lichtschranken haben, ertönt vor dem Schließen der Türen immer noch eine Ansage, damit sich niemand in den Türen einklemmt. Im Inneren des Fahrzeuges fällt dann auch deutlich die Breite von 2,7 Metern auf. Heute kommen die Fahrzeuge nur noch auf der Metrolinie 2 zum Einsatz. Bis ins Jahr 2012 waren sie auch noch auf der Metrolinie 2 anzutreffen. Ab da an waren dann aber die neueren Fahrzeuge, zu denen wir gleich kommen, ausgeliefert. Kommen wir nun zu den ganz neuen Fahrzeugen im Budapester Metronetz. Diese Fahrzeuge werden vom Hersteller Alstom gebaut. Dort gehören sie zur U-Bahn-Familie Metropolis. Gebaut wurden sie von 2009 bis 2013. Die Fahrzeuge besitzen insgesamt 4 Türen pro Wagen. Allerdings gibt es 2 unterschiedliche Typen. Zum einen der Typ AM5-M2 und der Typ AM4-M4. Der Fahrzeugtyp AM5-M2 besitzt insgesamt 5 Wagen, wofür auch die 5 im Namen steht, und besitzt somit eine Länge von 100 Metern. Ein einzelner Wagen mit 4 Türen besitzt 20 Meter Länge. Der Fahrzeugtyp AM4-4 kommt ausschließlich auf der Metrolinie 4 zum Einsatz und ist insgesamt 80 Meter lang. Der Grund für die 20 Meter kürzere Variante ist, da hier nur 4 Wagen zum Einsatz kommen. Die nächsten Daten gelten auch wieder für beide Fahrzeugtypen. Die Fahrzeuge sind ähnlich breit wie die vom Hersteller Metrowaggonmarsch, nämlich 2,78 Meter. Eine Höchstgeschwindigkeit können die Fahrzeuge von 70 km/h erreichen. Im Inneren der Fahrzeuge sind die Sitze immer an den Außenwänden angeordnet. Im Fahrzeugtyp AM5 findet man insgesamt 209 Sitzplätze. Stehplätze sind allerdings noch deutlich mehr als in den anderen Fahrzeugen vorhanden, da hier die Wagenübergänge mit Gelenken verbunden sind und dort natürlich auch Standkapazitäten sind. Auch die Türbereiche sind recht groß und geräumig gestaltet worden. Von den 5-teiligen Fahrzeugen gibt es insgesamt eine Anzahl von 22 Stück. Von den 4 Teilen sind es insgesamt 15 Stück, die in Budapest fahren. Prozent der Budapester Metrostationen sind unterirdisch zu finden. Somit gibt es 46 Tiefbahnhöfe. 3 Stationen liegen allerdings oberirdisch. Eine davon ist der südliche Endpunkt der Metrolinie 3, der Station Kobania Kispest. Hier gibt es jeweils einen Bahnsteig für die Fahrzeuge, die hier ankommen. Diese werden dann in eine Wendeanlage gefahren und fahren dann wieder rückwärts heraus.
Der zweite Bahnhof, der oberirdisch liegt, ist die Endstation der Metrolinie 2, der Bahnhof Örs-Vezertér. Hier gibt es insgesamt 3 Bahnsteige, von denen allerdings regulär nur 2 genutzt werden. Während der eine Zug gerade am Bahnhof ankommt, dauert es noch eine Minute, bis der nächste Zug aus dem anderen Gleis wieder hinausfährt. Der dritte und letzte Bahnhof, welcher oberirdisch zu finden ist, ist der Bahnhof Pyangouza. Er liegt einen U-Bahnhof weiter Richtung Stadtzentrum vom Bahnhof Örs-Vezertér aus. Hier findet man 2 Außenbahnsteige und sowohl die Gleisanlagen als auch die Bahnsteige sind komplett überdacht. Doch damit sind nun alle oberirdischen Stationen gezeigt. Die restlichen 94% sind ja wie gesagt unterirdisch gelegen. Und damit ist nun auch die Dokumentation über die Budapester Metro abgeschlossen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann zeigt mir das doch gerne mit einer Bewertung und schreibt auch gerne was in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Darüber würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder, wenn es dann weiter mit der U-Bahn-Linie 2, der U-Bahn Berlin geht. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss.